Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, nachdem ich beim letzten Mal ein bisschen gemein war zu euch, glaube ich. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wenn wir jetzt direkt loslegen, ich mache mal das Overlay an. Show Star Map. Und wo habe ich denn jetzt? Ach so, genau. Jetzt können wir hier unsere Rakete starten. Und eigentlich sollte es jetzt gleich, wenn ich die Pause ausnehme, losgehen. Und da geht's los. Unser erster Raketenstart. Wir gehen mal in die Temperaturansicht. Also richtig. Ja, jetzt geht. Oh Gott. Tja, Robin, das ist aber lebensmüde, was du da machst. 1300 Grad, 1000 Grad, oh mein Gott. Oh, hier war jetzt ein bisschen was beschädigt, glaube ich. Ja, da brauchst du los. Man sieht nur die heiße Spur, die sie hinter sich hat. 2300 Grad, oh mein Gott. Oh, es war auch knapp genug. Ja, dann sollten wir auch mal schnell hier. Oh ne, das können wir besser geöffnet lassen, ja. Ach, hier unsere Petroleumleitungen sind auch beschädigt worden. Okay, ich mache hier einfach mal alles, was wir hier so haben, auf 8, dass das repariert werden kann. Oh, und hier ist ein Automationskabel kaputt gegangen. Oh mein Gott, ist das aus Gold stabiler? Oh, das Gold, was wir jetzt hier haben, das muss ja jetzt von der Hitze entstanden sein. Das liegt da wahrscheinlich irgendwo hier unten. Ja, das war wahrscheinlich die Gantry hier. Ja, würde ich vermuten. Hier das gleiche. Das ist immer das Problem bei den Raketenstarts. Da entsteht so viel Hitze, das brennt einfach alles weg. Da wollen wir dann unsere Star Map Rakete. Ist 12 Zyklen unterwegs. Na, du ahnst, das ist, obwohl es ist die weiteste Strecke, die wir haben. Was kann man denn hier sehen? Okay. Nicht viel. Aber was wir sehen ist, wir sollten das Spiel schnell laufen lassen. Mit CO2 hier auch entstanden ist. 500 Grad heiß. Ach je. Wobei es kühlt sich schon ab. Wahrscheinlich, weil auch einfach jetzt alles entweicht nach oben. Ja. Ich werde das immer alles so weit hochsetzen, dass das schnellstens repariert wird. Jetzt öffnen die sich alle und da kann eigentlich auch alles hier entweichen. Das ist echt gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee so. Hier verlängern wir dann jetzt doch noch mal. Bunkerziegeln, Wüste, oh ja, wir haben reichlich Stahl. Fällt natürlich das Regolith ganz nach unten, aber eigentlich auch nicht weiter
dramatisch. Ach, die überhitzt gleich wieder. Ja, das ist natürlich auch Wolframit, ne, dann hat die ja keinen höheren Schutz. Ja, heißt, wir müssen diese Hitze loswerden. Machen wir das am besten mit einer Kühlung. Wir haben eh Zeit, bis die Rakete zurückkommt. Gehen wir doch das Ganze mal an, oder? Wir haben hier recht flüssiges, recht kühles Petroleum, das wir uns zunutze machen können. Das machen wir. Wie machen wir das denn? Ich habe in irgendeiner Form vor, hier einen Tank zu bauen. Das Ganze kühlen. Also was wir auf jeden Fall auch brauchen in Zukunft, sind hier unten ebenfalls Bunkertüren, wo wir Regolith und so weiter durchfallen lassen können. Damit uns das nicht auch zusätzlich hier alles aufheizt. Weil sonst wird das wahrscheinlich schwierig. Ja, das zu kühlen. Also das sind alles Sachen, die ich jetzt schon als Ideen sammle. Für die Zukunft. Was haben wir denn hier für Strom in der Nähe? Starkstromkabel liegt jetzt nicht zwingend in der Nähe, ne? Nein. Ansatzweise. Gut, dann bauen wir hier noch einen weiteren Leistungstransformator mit einer Batterie. Mit einem Automatisierungskabel, mit einem Leiterkabel. Das werden wir dann aber, glaube ich, hier unten lang führen, ja. Hierher. Ja, wie machen wir das denn? Ja, am besten, indem wir hier auch noch mal einen isolierten Boden bauen. Ja. Bisschen was, das wir zerlegen können. Hier würde ich dann gerne einen Wasserkühler betreiben.
Jo. Schauen wir mal eben. Korallenlymphenei, perfekt. Genau das wollen wir hier haben. Jetzt warten wir, bis wir noch ein zweites legen. So, was macht unsere Rakete? 19% schon zurückgelegt. Wow. Hier ist es immer noch heiß. Würde mal sagen, wir schließen, wobei das macht eigentlich wenig Sinn, das zu schließen. Das Problem ist nur, dass ich das nachher vergessen könnte, wieder zu öffnen. Na gut, ist egal. Die Frage ist ja auch, welche Bereiche hier müssen wir denn kühlen? Eigentlich nur die, die überhitzen, und das ist nur hier. Roman, jetzt hast du dir wieder hier. Warum habe ich das denn aus Granit gebaut? Das macht ja nun gar keinen Sinn. Nee, immer noch nicht genug. Ist egal. So, wir bauen jetzt ein isoliertes Rohr. Machen wir das dann? Eigentlich macht ja erstmal ein Radiatorrohr Sinn. Hier entlang geht, Regentry ist und hier. Ganz von dort wieder weiter ein isoliertes Rohr sein. Und dort auch, so dass das dort einmal reingeht und dort. Dann ja schon in irgendeiner Form eine Zirkulation hier auch haben, ne? Frage jetzt, macht das überhaupt Sinn, das Ganze dort anzuschließen? Das ist ja doch das Nächste. Eigentlich. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso weniger würde ich sagen, dass das Sinn macht. Wir fahren erstmal hier die. Ja, aus. Sondern stattdessen bringen wir das Ganze hier mit in Verbindung. Seid jetzt übrigens mal wieder live dabei, wie ich mir was ausdenke, worüber ich mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht habe. Meistens gibt das nichts Gutes. So, was wir hier jetzt auf jeden Fall erstmal machen. Ich möchte hier einen Hydrosensor haben. Ihr misst, wie viel Petroleum hier drin ist. Das ist das Erste.
Der möge dann bitte ein Flüssigkeitsventil steuern, das direkt dort verbaut ist. Was ich hier gerade so an Ideen habe, während ich mit mir selber rede, sollte ich vielleicht auf 8 bauen. Und baut mal wieder was auf 7. Das ist das eine. Dann kommt hier erstmal recht kühles Petroleum rein, das glaube ich mit 30 Grad oder so hier ankommt. 31. Tief, solange das unter wie viel Petroleum kann dann in einem Feld maximal sein. Wir können schon weit runter scrollen hier. 740, okay. Dann soll das bitte geöffnet sein, solange wir unter 700 Kilogramm sind. Schon mal so, dass wir es hier den Bereich mit Petroleum füllen. Das ist das erste. So, dann müssen wir eine Pumpe hier haben, logischerweise. Mit einem Thermosensor verbunden sein, der am besten direkt daneben ist. So, und die pumpt. Ja, wie, was pumpt die denn? Auf jeden Fall pumpt die erstmal Petrol. Das ist schon mal logisch. Und auch dann brauchen wir hier wieder. Ich glaube, das ist wieder viel zu kompliziert, was ich mir hier ausdenke, aber ich mache es mal trotzdem. Brauchen wir einen Flüssigkeitsventil. Eigentlich zwei. Ich frage, ob wir das so machen oder ob wir das. Und wir lieber. So. So, und das eine geht eben dort hinein. Dann da wieder raus zum Kühlen. Die Frage, ob das denn überhaupt kühlt, das müssen wir einfach mal ausprobieren. So aktiv, wenn wir das ist eigentlich ja Quatsch, dass ich muss ja das nicht da anschließen. Daran und mit einem Nichtgatter an das andere. Korrekt. Korrekt.
Das ist alles, was ich mir hier überlege. Ich muss auch ein bisschen die Zyklen hier im Auge behalten. Bei 568 muss ich hier wieder öffnen und so weiter. So, jetzt haben wir hier Strom. Sehr gut, den können wir jetzt mal auf auch um die 50 stellen. 49, das passt. Jetzt wird erstmal der Bereich hier mit Petroleum gefüllt. Das ist das Erste, was passiert. Jetzt muss ich gucken, solange wir unter einer Temperatur von 100 Grad sind. Ne, stopp. Sag das mal niedriger. Solange wir unter, sagen wir mal, 70 Grad sind. Also wenn es drüber ist, dann soll es oben durchlaufen. Und wenn es drunter ist, soll es unten durchlaufen. Das ist untere durch den Wasserkühler. Ja, das ist ja erstmal logisch. So, dann geht's hier weiter. Müssen wir natürlich dieses Rohr einmal dorthin und dorthin. Also wenn es kühl genug ist, läuft es in diese beiden Kreisläufe. Dann hier hin zurück. Oh Gott, ich sehe es so schon, wie ihr mich in der Luft zerreißen werdet, wie viel einfacher man das hätte haben können. Aber gut. Können wir dann aber auch das System hier jetzt schon mal zumindest einschalten. Aktuell würden wir oben durchpumpen lassen, was auch noch gar nicht funktioniert, aber auch nicht mehr so ganz lange dauern dürfte. Leitungen hier noch. Hier nochmal. Gut. Nutzen wir die Zeit. Schauen wir. Oh. Korallennymphe, Korallennymphe. Dann. Tut es mir leid, lieber Königskäfer, aber mein letztes Stündchen hat geschlagen und hier müssen wir dann jetzt die Nahrung ändern auf gefüllte Beere. Nymphe und müssten wir eigentlich dieses dritte Ei dort noch rausholen, weil sonst können die anderen ja keine Eier mehr legen. Königsnymphe, Korallennymphe, Leuchtnymphe und Sonnennymphe. Bitte alle da unten rein. So, dann
Mensch, naja, hier läuft das Ganze schon. Ach, der Kühleffekt ist hier noch ziemlich überschaubar. Wir haben allerdings auch wenig Gase hier, die wir kühlen könnten. Sind auch sind weggeräumt. Okay. Haben wir denn jetzt überhaupt gefüllte Beeren? So, warum haben wir keine gefüllte Beere? Wir hätten hier. Oh, ich stelle das Ding vielleicht einfach mal auf höhere Priorität, damit die Pinscher-Pfeffernüsse, die wir bekommen, dort auch genutzt werden. Und die wird erstmal deaktiviert. Also hier liegen noch reichlich Nüsse rum. Das ist schon mal auf 8. Kommen wir hier an die. Hier zumindest schon mal ran. Das ist schon mal ein bisschen. Das hat doch schon mal geholfen. Die ist jetzt auf 64 Grad runter. Hier auf 84. Achso, weil hier oben noch nichts ankommt. Ja, stimmt. Blöd gemacht von mir. So machen, damit sich das aufteilt, damit es abwechselnd oben und unten durchgeht. So. Ja, da will ich eigentlich jetzt auch noch sagen, wir bauen mal den Rest wieder aus Magmatit und schließen diesen Bereich ab. Ach Patrick, wie kommst du denn da oben schon wieder hin? Ich sage, wir zerlegen mal schnell den hier. Ja. Jetzt werden beide ein bisschen gekühlt. Ja, hilft auch schon. Ja gut, das ist jetzt eine. Ja, mir wäre jetzt fast rausgerutscht, dass das eine super Lösung ist. Ich glaube, es ist vieles, aber es ist keine super Lösung. ja. Aber es ist eine funktionierende Lösung. Das ist ja auch schon mal was.
zweite Ebene. Interessant wird ja, wie sich das Ganze verhält, wenn unsere Rakete wiederkommt. Hätte mir vielleicht noch eine Automation hier hinbauen sollen, womit ich die Pumpe ausstelle, aber. Wir machen hier noch mal auf. Ich habe noch ein, zwei Ideen zur Verbesserung. Und zwar zerlegen wir das Rohr auch noch mal. Und dann bauen wir hier eine Rohrbrücke. Dann schließen wir das so an. Das dürfte dann besser funktionieren. Da wir jetzt hier geöffnet haben, bauen wir uns hier auch noch einen Schalter ran. Jetzt läuft das nämlich viel flüssiger. Geht das die doppelte Menge an Petroleum durch. Und wenn sich diese Schaltung hier ändert, ich simuliere das jetzt einfach mal, läuft es trotzdem schnell durch. Ja, sehr gut. Das können wir ruhig noch niedriger stellen einfach. Sollte trotzdem passen. Schließen wir das Ganze wieder ab. Und wir haben es nochmal verbessert. Ja. Okay, wir haben noch drei Zyklen, bis unsere Rakete wiederkommt. Wir haben allerdings auch. Wir können hier schon mal graben. Können wir nochmal eben machen. So. Zum Ende, da sollte dann nichts mehr schief gehen. Hier dürfen wir, glaube ich, noch mal graben. Dann können wir fast sogar auch hier noch mal ein bisschen weiter bauen. Wir haben ja, glaube ich, jetzt ein bisschen Manpower wieder. Das machen wir einfach mal so. Dann haben wir auch nicht das Problem, dass oben drauf jemand mit Sonnenbrand gefangen sein kann. Ja, wie viel Petroleum haben wir noch? Ah, gut, okay. Wir hatten hier reichlich drin. Ja, okay, gut. Das war jetzt also dann das, wenn ich mich nicht sehr täusche, letzte Video, das ich aufgenommen habe vor meiner mehrtägigen Schulung. Habe ich eigentlich verraten, worum es ging. Ich glaube, ich hatte die Frage gestellt, dass ihr raten sollt. Ne? Ihr könnt ja einfach nochmal weiter raten und am Freitag, im Freitagsvideo gibt es dann die Auflösung dazu. Ist nichts Spannendes, aber ja, war, nee, das brauchen wir gar nicht. War dieses Jahr zwischenzeitlich mal ein recht großes Thema. So viel verrate ich mal. Wobei das es wahrscheinlich schon wieder teilweise zu einfach macht, aber gut. Ja, also ich hoffe, die Videos haben euch gefallen, die ich hier alle am Stück aufgenommen habe. Ich habe nicht zu viel falsch gemacht. Ist das nächste? Ah doch, jetzt ist hier was eingelagert.
Ja, sehr gut. Dass ich nicht zu viel falsch gemacht habe, dass ihr mich nicht in der Luft zerreißt. Und ja, ich sage mal, wir sehen uns im Freitag im Video und da werde ich auf 100.000 Kommentare, hoffentlich 100.000 Kommentare eingehen. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Macht's gut, danke und bye bye.